Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Farmer. Jo, die Rübeernte ist Abschluss, Karotteernte. Ja, war ist Abschluss. Ich dachte jetzt immer, das Update kommt bald. Zeige ich euch kurz. Ja, ich habe die Hälfte von dem Feld geerntet, habe dann aufgehört, weil ich dachte, das Update kommt bald. Den habe ich jetzt einfach gar nicht mehr weitergemacht. Ich zeige euch das kurz. Die Hälfte habe ich abgeerntet. Ja, genau. Das steht jetzt noch. Aber da mache ich jetzt heute weiter. Wenn ich jetzt gewusst hätte, wenn es jetzt kein Update gäbe, hätte ich das fertig gemacht. Aber wir machen es so. Das war dazu für zwei Hänger. Zwei Hänger trägt man uns nachher zu. Und dann der Rest, ja, der Rest geht halt flöte. Ich weiß jetzt sowieso etwas. Im nächsten im Update dann auf deine Felder drauf ist zu der Jahreszeit. Wir haben jetzt halb zwei, der 1. September-Tag, halb zwei. Ja, ich werde es auch so wieder einstellen, wie es da ist. So zwei rum, so irgendwas muss halt schauen, dass Tiere eingefüttert sind. Geldbetrag war ich auch zutriggern, so wie er war. Kredit genauso. Da haben wir jetzt aktuell gerade einer laufen. Also kann man kurz schauen. Halt, Kredit war, glaube ich, das da. Ja, genau. Ein Kredit haben wir laufen. Ein voller Kredit mit 78 noch was. Ja, werde ich alles wieder herstellen. Aber ich mache jetzt mal nur eine Folge. Nimm die, lade die hoch. Weil ich merke, dass sie fast hochgeladen ist, werde ich die nächste Folge aufnehmen. Sodass ich hier zu viele Videos schon im Vorrat oder im Voraus mache. Und nachher kommt das Update. Ihr wisst ja, meine Bambusleitung. Aber es geht mit dem Glasfaser voran. Ich hab euch neulich ein Bild geschickt. Es sind vier Handwerker, die ich brauche. Der erste Handwerker hat das Glasfaser in die Straße reingelegt und das Leerrohr, wo ihr unten seht, an dem Kasten, hat auch reingelegt ins Haus rein. Der zweite Handwerker hat das Kästchen gesetzt, wo ich euch zeige. Dritte Handwerker setzt nur ein kleines drittes Kästchen. Und dann kommt der vierte Handwerker, das ist dann mein Internetanbieter. Also, Deutschland, sage ich da nur. Okay. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder, aber weiß ich, wie viel Woche geht. Der war jetzt vor zwei Wochen da für das erste Kästchen. Jetzt sind wieder zwei Wochen vergangen. Jetzt wird es wieder ein halbes Jahr gehen. Dann kommt der zweite und dann geht es nochmal halt. Ah, Katastrophe. Aber es geht voran. Langsam, ganz langsam, aber sicher. Genau. Mit dem Case kommt auch noch. Habe ich euch ja gesagt, wir hätten insgesamt fünf Traktoren auf dem Hof. Eins, zwei. Nein, vier Traktoren. Eins, zwei. Drei und ja, dann der Case ist vier. Ich wollte eigentlich den verkaufen, nee, aber der bleibt. Das bleibt unser Oldtimer. Der ist auch so schon richtig geil gemacht. Mit dem machen wir ein bisschen so Schwaderarbeit und das ganze Zeug. Schwaderwände, Walze, was halt viel Zugkraft kostet. Und ja, der Deutz, der wird dann überwiegend gerade beim Baller holen. Nehmen wir mal den Deutz. Dann haben wir einen mit Frontlader auf dem Hof und einen mit dem Frontlader, wo man Ball auf dem Feld holt. Da habe ich mal den Rüberroder, der Rübeamter hingestellt. Der gehört uns jetzt auch. Den habe ich jetzt auch gekauft. Ja, jetzt haben wir noch einen Kredit von 487.000 Euro. Dann noch der Case dazu. Ach, jetzt wird der Kredit so langsam ausgeschöpft sein, aber wir verdienen so langsam Geld mit der Kühe, mit der Milch. Da müssen wir uns jetzt auch drum kümmern. Ein Milchanhänger. Aber da werde ich dann wahrscheinlich gleich einen großen kaufen, dass wir da nur mal wechseln müssen. Genau, mir werden jetzt die Kühe einfüttern. Die brauchen dringend Futter. Das ist schon jetzt gerade vorhin schon angezeigt worden. Ich soll mich um meine Tiere kümmern. Ja, das Futter geht so langsam aus. Genau. Ah ja, der Trecker ja noch kurz ausrichten. Ja, passt. Ne, passt nicht ganz. Nur mal. Jetzt passt. Super. Ja, genau. Perfekt. Genau. Mir werde jetzt als erstes mal die eine Rübe da aus der Halle rausholen. Also die, wo da neben dran ist, da haben wir ja nur Rübe drin. Da kann ich leider nichts abkippen. Die hat es mir da einfach der Hänger kurz ankippt. Da sind dann Rübe rausgekommen. Und er hat gesagt, das Produkt kann ich nicht abkippen, wäre die, wo da drin liegt. Die holen wir jetzt mal mit der Schaufel kurz raus. Füttert sie ein und dann sehen wir dann, was das für Futterkomponente oder schauen wir einfach mal, was eingefüttert ist. Und den Rest füttern wir dann danach nur ein. Ankoppeln. Ach, ist das für der Teleskoplader? Jetzt geht da. Hey, das ist doch. Jetzt funktioniert. Jetzt funktioniert Kupplung. Also, ich habe ja den Rückwärtsgang auf Kupplung gelegt. Unter am. Was normal Kupplung ist, habe ich jetzt den Rückwärtsgang. Also, ich schalte ohne Kupplung.
weil ich finde das einfach geil beim Teleskoplader, wenn du eine Hand immer am Joystick haben kannst, weil bei mir sind die ganzen Belegungen vom Teleskoplader, Arm ausfahren, das ist alles da auf dem Joystick und da finde ich das geil, wenn du immer die Hand am Joystick lassen kannst und kannst so den Teleskoplader bedienen. Dann mal schauen, jetzt geht das jetzt. Na, ja, dann muss ich es halt mit dem Gaspedal machen. Ist das auch nicht schlimm. Jetzt muss ich gerade aber schauen. Ich glaube, die Schaufel ist nur für den Teleskoplader. Ja, gut, dann müssen wir so machen, dass wir nachher den Teleskoplader nehmen. Ich muss aber gerade schauen. Oh, aber die Gabel ist, glaube ich, für den Traktor. Halt, habe ich. Das kann sein, dass ich die Schaufel nicht richtig. Ja, ja, ich habe die Schaufel nicht richtig angekippt. Jetzt kann man kurz hochgehen. Ja, so sieht es besser aus. Probieren wir es nochmal. Aber ich glaube doch, dass die. Nein, ich glaube, die ist von der Teleskoplader. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Sehen wir dann gleich. Ob es anzeigt, Leute. Ne, ist nicht für den Teleskoplader. Nicht für den Traktor. Aber die Balle gab es doch für den Traktor. Leute, ich habe es schon seit einer Woche nicht mehr gespielt. Und durch das, dass das Internet so blöd tour hat, jetzt die letzte Zeit wieder. Ey, das gibt doch jetzt nicht. Nee, das ist auch die Balle. Ja, aber ich hab doch. Ach, war das der Greifer. Der Greifer war, glaube ich, für den Deutz. Ja, das ist blöd. Der Greifer kann ich jetzt nicht nehmen. Dann probiere ich, dass ich vielleicht den Stroheinstreuer an Deutz hänge und. Trotz des. Mikrofon ein bisschen näher her nehmen. Ich bleib jetzt immer, ich muss mal kurz Trecker R neu einstellen, weil ich bleibe jetzt die ganze Zeit mit dem, beim Lenken mit dem Hand am Kabel vom Mikrofon hängen, an dem Arm. Das ist dann immer ein bisschen lästig. Ja, genau. Muss ich gerade überlegen. Soll ich? Ja komm, wir probieren es so. Vielleicht können wir die Balle auch so rein tun in Stroh ein Streuer. Dann brauche ich jetzt nicht nochmal umhängen. Wir probieren es einfach so, ob man sie so reinlegen können. Weil ich wollte eigentlich jetzt Gabel nehmen, um die Balle dann umlegen und mit der runden Seite in den Stroh ein Streuer reinlegen. Wenn ich denke mal, dass die mit so wie sie jetzt da liegt, dass ich sie da nicht reinkriege. Oder so wie sie jetzt auf dem Hänger liegt, dass ich sie da nicht reinkriege in. Ein Stroheinstreuer. Genau. Ja, da bleiben wir jetzt gerade in dem Gang. Ich denke mal, dass der gut ist zum Rangieren und so. Muss ich da noch kurz. Mal schauen, muss ich da noch. Ding, Hydraulikschläuche ankoppeln? Nee, normalerweise nicht. Oder? Ja, doch. Ey, was haben wir alles in knapp zwei Wochen so verlernt? Jetzt funktioniert es, genau. Wahnsinn. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht kriegen wir die einfach so reingelegt in den Schweinstreuer. Weil mit der Ballengabel ist es blöd. Da kriege ich die eigentlich nicht umgelegt. Halt. So nicht. Halt, zurück. Das ist alles eng da an jetzt. Fahren wir einfach mal ein bisschen da dran. Ach, Leute, ich liebe das, wenn man so richtig rumrangieren muss, dass man irgendwo. Da auf.
aufpasse, dass ich dort anstoße. Nochmal zurück. Jetzt. Jetzt kann ich da, ja. Herrlich, herrlich. Das macht was. Sowas von Spaß. Ach, die kriege ich wahrscheinlich so weit reingelegt. Aber jetzt ist gerade. Hat der mir da. Ach ja, das ist. Zeigt gerade Rundballer an. Oder doch, das. Doch, das könnte klappen. Ich darf natürlich mit der Schaufel. Jetzt, ah ja, okay. Ist der zurück? Rad. Uiuiui, immer noch. Mit der Schaufel auf. Jetzt gehe ich dahin und Schaufel zu und schiebe sie einfach ein bisschen rein. Vielleicht geht es. Aber normalerweise müsste die reinfallen, wenn ich die Gabel zumache. Ein bisschen zurück. Immer da ein bisschen dagegen. Ja, das sieht gut aus. Ja, warte, das ist wie bei den Profis. Das ist Farming Simulator, wie bei den Profis. Jo, aussteigen. Schauen wir mal, wie die Geschichte... Ja, war super. Doch, das passt so. Ja. Ist eigentlich gut, dass ich das jetzt noch anders gemacht habe. Das ist der Güllestutze. Muss ich gleich ein bisschen zurück. Mal schauen, vielleicht kann ich da zwischendurch fahren. Ich möchte jetzt nicht an dem Güllestutze hängen bleiben. Oder bleibe ich so schon hängen? Nee, das geht, glaube ich. Das geht. Da muss ich jetzt hinter zum Stall reinfahren, wegen dem Einstreurohr. Das ist von der anderen Seite. Und niemand, darf auch niemand kommen. Genau. Ja, ich glaube, dass wir dann auch bei dem Einstreuer bleiben. Allerdings sieht man da jetzt schwierig was. Ich mache es mal so. Gehe einfach nachher mit der Schaufel wieder runter. Mal da rum. Ja, das sieht gut aus. Da darf ich natürlich noch ein bisschen höher. Ich glaube, der Teleskoplader hat sogar Allradlenkung. Ja, da können wir schon einstreuen. Mal gerade schauen. I ist, glaube ich, das ist 1. Ew, passt. Hä? Würde ich sagen, dass es schon voll ist? Nee. Ja. Genau, schauen wir mal kurz in Statistik. Da habe ich das Problem gehabt, der Spiel ist, weil das Spiel abgestürzt. Beim ersten Mal einstreue. Ich habe jetzt schon das zweite Mal eingestreut, ist jetzt nichts passiert. Und jetzt beim dritten Mal auch nicht. Hoffen wir, dass es so bleibt. Viele Stroh, ja, genau, da kommt jetzt was. Ein Ball füttern wir noch ein und dann können wir eigentlich der Stroheinstreuer abhängen und der Rest machen wir mit dem Teleskoplader, weil ich brauche ja auch die Schaufel dazu, zum die Rübe einfüttern, die in der Halle liegt. Komme ich da rum? Ja, passt. Ich da ein Mais reinfahre. Sonst ärgert sich der Nachbar drüber, wenn ich ihm da der ganze Mais kaputt mache. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keinen Streit mit dem Nachbar. Dass er uns auch mal einen Stein in den Weg legt. Ja, wisst ihr was? Ich lasse ihn jetzt da stehen.
Dann habe ich zu weit zum Fahren. Ich komme ja da ums Eck rum. Ja, passt. Ach komm, den lassen wir kurz laufen. Ein bisschen runter. Ja, passt. Kommt nur ein Balle drauf. Die andere Strohballe muss ich mal nur schauen, wo ich die einsortiere oder reinlege. Obwohl, wir haben... Aber es sind ja nur drei Balle. Ja, da müssen wir zukaufen. Strohballe müssen wir zukaufen. Mit dem kommen wir dieses Jahr runter. Das können wir vergessen. Das wird nichts dieses Jahr mit dem Stroh, was wir da jetzt noch haben. Alle auf. Halt. Ein bisschen zurück. Du bleibst schon drauf. Da machst du keine Faxe da. Ja, genau. Ja, eigentlich, ja. Gut, ich muss jetzt da umdrehen, einmal komplett umdrehen. Dass ich dahinter rankomme. Ja, das wäre jetzt auch besser gewesen. Es ist eine Rangiererei, aber hey, das ist das, was auch richtig Spaß macht. Das ist das, was schockt. Es hat jetzt nicht mehr gesagt, dass ich über die Güllestutze gefahren bin. Genau. So und nicht anders. Auch ein bisschen reinschieben nochmal. Wenn man den unten gut packt, kriegt man eigentlich ziemlich gut reingeschoben. Genau. Super. Hi, komm jetzt. Mensch. Also ihr habt euch entschieden, dass man auf der Ellerbach bleibt, aber da gibt es jetzt nochmal einen Kommentar oder habe ich wahrscheinlich schon einen Beitrag dazu geschrieben. Mal schauen, vielleicht gehen wir im Multiplayer auf die Deutschlandkarte, aber das muss ich noch absprechen. Wahrscheinlich werden wir zu dritt Multiplayer spielen. Ehemaliger Arbeitskollege von mir und ein langjähriger Abonnent, der hat mich jetzt neulich angeschrieben. Ja, der kommt da bei mir aus dem Eck, aus meiner Umgebung, wohnt nicht weit weg von mir, vielleicht 35 Kilometer. Der wird auch mitspielen. Dass wir dann drei Leute sind. Und ja, denk mal, drei Leute reichen. Gerade beim Maishäcksle, wenn es mal einer Silo schieben muss, fährt halt nur einer. Oder man stellt dann einfach mal ein Curseplay an. Oder mal schauen, vielleicht kriege ich noch einen vierten Mann organisiert. Also, ich weiß aus unserem alten Multiplayer-Team, da ist einer dabei, der wird bestimmt gern mitzocken. Ah, Leute. Klar, der Robert Stroheinstreuer, das ist natürlich schon ein schwerer Globe da vorne dran. Aber hey, der Teleskoplader packt das eigentlich ziemlich gut. Von dem her ist es eigentlich weniger das Problem. Mal schauen, dass man da ums Eck rumkommt. Bisschen runter. Was ist jetzt der Trigger? Ein bisschen. Ah ja, doch. Ja, da unten ist er. Wieso suche ich denn den immer da oben im Eck? Ich habe den immer da oben im Eck jetzt gerade gesucht. Neben der Sonne und neben dem Monat. Und den habe ich da jetzt gerade gesucht. Der steht ja immer unten, Mann. Jo, ich würde sagen, das streicht jetzt mal Stroh.
Strohspann gleich auf der Mischplatte, habe ich gerade geschaut. Ja, 16.768. Ja, Gülle haben wir auch schon ein bisschen was. Milch haben wir auch schon. Grundfutter, Raufutter, Saftfutter, Kraftfutter müssen wir jetzt noch einfüttern. Da hängen wir jetzt einfach den Stroheinstreuer ab. Da muss ich gerade überlegen, wo stelle ich den am besten hin. Komm, ich glaube, den stelle ich gleich am besten mal da unter die Halle. Ja, da werde ich nachher auch die Strohballe hinpacken oder irgendwelche. Ja, halt, komm, den kann ich da reinstellen. Das ist ja egal, ob der nass wird oder nicht. Das ist ja eh nur Stroh. Was heißt Stroh? Das ist ja eigentlich nur das Gerät, wo nass ist. Von dem her macht es eigentlich weniger. Fahren wir den mal ein bisschen nach hinten. Aussteigen. Ah, oh, je. Kerle, bist du unsportlich. Die Feiertage kennt dem Kerl gut da. Jetzt, komm. Ja. Ja, der müsste abkoppelt sein. Genau, super. Jo, dann schauen wir mal mit der Rübe. Aber ich denke mal, dass sie sich auch auf dem, an dem einen Träger einstreuen lassen. An dem Futterträger dahinter. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und was die denn genau das. Also, Rübe müsste jetzt Kraft- und Saftfutter sein. Ja, Kraft- und Saftfutter. Heu und Ding müsste das andere sein. Schauen wir mal. Ja, da steht da der Deutsch wieder. Komm, ich stelle ihn kurz weg. Schauen wir mal, denn was wir nachher noch an Futter übrig kennt. Aber doch. Aber normalerweise mit 20 Kühen müssen wir eigentlich gut runterkommen. Das müsste uns reichen. Also von dem her, es dürfte uns, da dürfte uns jetzt keine Probleme. Stroh werden wir wahrscheinlich ein bisschen nachkaufen müssen, aber der Rest müsste normalerweise reichen. Es kommt ja nun mal ein Grasschnitt, wo man nochmal einmal Heu und einmal Gras frisch macht. Und dann müsste es eigentlich reichen. Wir haben ja jetzt nun mal 4 Wiesen zum Mähen. Gut, ich habe jetzt gedüngt. Dann stelle ich jetzt einfach mal da raus. Genau, stelle jetzt einfach mal daher. Schon mal jetzt da ein bisschen aus dem Weg. Ich mache das jetzt alles mit dem Teleskoplader, ist einfacher. Der Hänger stelle ich nachher weg. Da müsste ich eigentlich jetzt auch an die Balle drankommen. Weil da jetzt der Deichsel ein bisschen in die Halle reinschaut. Ja doch, doch, komm, das kriegen wir hin. Das sehe ich jetzt auch mal, wie ich mit dem Teleskoplader und mit der Gabel und mit dem Ganzen im Stall klarkomme. Aber normalerweise dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ankopple. Mal schauen, ob sich die Rübe dahinter rausnehmen lassen. Aber normalerweise dürfte die eigentlich keine Kollision haben. Ja. Genau. Da schaue ich dann, muss ich auch mal dann noch schauen, was ich da einlager. Schau mal da angestoßen. Einmal unter Profis. Was ich da einlager, da wo jetzt der Ladewagen drin steht, in dem Silo hinter mir, also in dem da drüben, wo der Ladewagen drin steht, da muss ich auch mal nur schauen, was ich da einlager. Ja, die Schaufel ist voll. Oh, das ist glaube ich mehr, was da. Aufpassen wegen der Wand. Obwohl, nee, das ist jetzt mal eine Schaufel. Ja, dann passt das. Ich muss dann mal nur schauen, ich muss nur für den Schlepper von der Deutz. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich da noch eine Ballergabel und eine Schaufel dazu kaufe. Ich glaube nämlich, dass ich mit dem Deutz sogar noch besser klarkomme, gerade da in den Stall reinfahre, wie jetzt mit dem Manitou.
Ich habe da nämlich jetzt da um das Eck schon ein Problem mit Manitou. Ja, da komme ich hier rein. Ja, komme ich hier rein. Muss ich von hinten reinfahren. Von hinten ist es auch geschickt, da kann ich einmal um das Gebäude rum. Da geht ja der Weg einmal um die kleine Halle, da wo jetzt der Stroheinstreuer steht. Kann ich einmal drum rumfahren und gerade in den Stall rein und vorne wieder raus. Wenn ich vorne rauskomme, dann. Obwohl, das müsste eigentlich auch da reichen. Komm, der Stroheinstreuer, der war ja nur länger wie die Schaufel selber. Dann muss ich auch da so reinkommen. Und wenn ich da jetzt nochmal ein Stück zurücksetzen muss. Ne, ne, ne. Reicht. Ja, aber so. Perfetto. Genau, schauen wir mal. Das müsste ich eigentlich da vorne irgendwo einkippen lassen. Hoffe ich zumindest mal. Da kommt jetzt kein Trigger. Warum mit? Mal da vorsichtig abkippen, wo der Trigger ist. Sehe ich dann gleich, ob es auf dem Boden spawnt oder ob es eingefüttert wird. Ja, doch, wird eingefüttert. Ja, super. Also weiß ich immer am Trigger, kann ich rüber und das Ganze reinkippen. Was haben wir da jetzt? Saft und Kraftfutter. Saftfutter 3822. Gib auch nochmal eine Schaufel rein, damit der Behälter hinter leer ist. Genau. Und dann noch Balle. Einmal Heu und einmal Gras angewelkt. Ja, da sind wir schon fast fertig mit der Fütterei. Dann müsste es eigentlich reichen. Für den Anfang mal. Und wie gesagt, Strohballen müssen wir kaufen und andere haben wir dann genug. Also wenn wir dann Heu und Gras, Gras frisch haben, dann können wir eigentlich alles einfüttern. Und ja, Kraftfutter, Silage haben wir ja auch noch. Ja, von dem her, das müsste dann eigentlich reichen. Sodass wir mit den 20 Tieren über drunter kommen. Und dann nächstes Jahr müssen wir dann auch mal noch Planung machen, was man wo anbaut, auf welchem Feld. Da bin ich auch am überlegen, ob ich da eine Excel-Datei mir anlege. Mit einem Fruchtfolgeplaner. Ich meine, wir haben einen Fruchtfolgeplaner im Spiel, aber da können wir immer nur eine Fruchtsorte anlegen oder ausrechnen. Oder halt ja ausrechnen, was man anbaut. Haben wir die leer? Okay. Dann wissen wir das also, dass wir da nichts drin lagern können. Dann gehe ich davon aus, dass wir da noch was abkippen können, da wo die Balle drin sind. Aber das möchte ich jetzt nicht ausprobieren, wenn da Balle drin steht. Aber die sind dann eh bald weg. Die ganze Balle. Von dem her müssen wir schauen, wenn ich jetzt da ganz außer dran fahre. Schaufel hoch. Ja gut, da bringt es mir jetzt die Schaufel hoch. Das ist ja nur weg der Hecke. Und ich schlag da so ein, müsste ich doch auch reinkommen. Ja. Jetzt ruckelt es wieder. Aber ordentlich, aber ja gut. Ist mir eigentlich jetzt egal. Ich kann es nicht ändern. Genau, ein bisschen vor. Muss halt ein bisschen vorsichtig sein im Rhein. Was haben wir? Wie viel haben wir da jetzt? Ja, schaut. Also Saftfutter. Das ist, Karotten sind rein Saftfutter. Vorhin haben wir irgendwas mit 3,6 oder 3,7 gehabt. Jetzt haben wir 4.285. Also vorhin ist schon 3 davor gestanden. Okay, dann ist das eigentlich rein Saftfutter. Und Silage ist nur Grundfutter. Okay, dann weiß ich das auch. Ja, also mit Saft und Saftfutter können wir eigentlich dann das Gras noch gegen Rübe ersetzen. Also von dem her. Und wenn, dann müssen wir halt einfach doch noch Mischrationen dazu kaufen, wenn es ganz blöd läuft und uns geht wirklich das Futter komplett aus, dann müssen wir eben noch Mischrationen dazu kaufen.
Okay, soll ich euch jetzt auch noch mitnehmen beim Balle ein reinfahren? Das ist eigentlich genau gleich, einfach Balle dort ablegen und dann wäre sie eingefüttert. Kann man schauen, wie viele Minuten haben wir denn? 31 Minuten, Leute, das ist doch nicht normal. Also das ist nicht normal, wie die Zeit in einem Spiel vergeht, also echter Wahnsinn. Okay, genau, da machen wir jetzt nur ein Balle Gras frisch, Gras aufbereitet, nur ein Balle Heu oder vielleicht auch beide zwei Balle, dass mal ein bisschen Futter drin ist. Ja, und das war's dann. Schauen wir jetzt mal da kurz, wie es die Silage, die müsste eigentlich auch bald schon soweit sein. Aber ich lasse die mal abdeckt. Kann mal schauen. 78%. Ja, okay. Gesundheit 40%, Produktivität 35%. Ja, das passt. Gesamtkapazität, ja, schaut, da haben wir jetzt gerade mal 7782 Liter. Oh ja, da können wir noch einiges reinfahren, aber der Trigger oder halt der Futterdruck muss jetzt schon am Anfang komplett voll sein. Also, wir brauchen jetzt schon mal tägliches Futter 38.000 Liter und jährlich Futter 1.026.000 bei 20 Kühe. Boah, da würde ich nicht wissen, was man nachher bei 120 Kühe braucht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den zweiten Hof mitnehme oder ob wir erstmal vorerst bei einem Hof bleiben und den aufbauen. Und dann mache ich Umfrage, machen wir den zweiten Hof. Jetzt mal schauen. Also, ich denke mal, da sind wir schon ganze Weile beschäftigt, nur um den Hof aufzubauen. Ja, ihr seht, jetzt haben wir gerade mal 20 Kühe. Klar, wir können jetzt Geld verdienen, aber das geht halt auch alles nicht so schnell. Okay, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, das Like nicht vergessen, abonniert doch meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.